Hallo Leute, hier ist Anisophia mit einem kleinen Infovideo. Und zwar werde ich euch gleich so eine Aufnahme zeigen, wo diese App, die sich Mobitz nennt, komplett am Arsch ist. Vielleicht liegt es auch an meinem Handy, dass ich nicht noch nicht mal bis 720p schalten kann, aber ich denke eher, dass es schon der Fall sein könnte. Weil, ja, seit letztens, ist schon ein paar Wochen her, so einen verdammten Update gemacht, dass ich, keine Ahnung, es war vorher, sage ich jetzt mal, ein bisschen besser, weil irgendwie, man kann jetzt automatisch jetzt schon die Qualität einstellen, aber meins ist nur bis 360p verfügbar, weil, keine Ahnung, schade, dass es noch nicht mal bis 480p oder 720p ist, aber, naja. Ich werde jetzt euch einfach diese Testaufnahme zeigen und ja, seht einfach selbst, das ist richtig behindert. Deswegen wird es solche Aufnahmen nicht mehr geben und ich weiß nicht, wie ich das dann später in Zukunft dann machen soll mit Super Mario Bros. 3 und hier Mario Kart Super Circuit, weil die sind dann noch offen. Und ja, tut mir leid, aber dafür werden die 3DS Let's Plays wieder ins Leben gerufen. Yay! Hoffentlich werde ich dadurch keinen Abonnenten verlieren, weil ich habe keine Capture Card. Und ja, seht jetzt selbst. Ach ja, und noch was. Es ist komplett asynchron. Ziemlich schrecklich, oder? Naja, jedenfalls wird es solche Aufnahmen eine ganze Weile überhaupt nicht mehr geben. Weil ich kann es mir selbst nicht geben, ihr könnt es euch nicht geben und ja, sind wir wenigstens beide zufrieden, dass es, naja, mehr oder weniger so solche Aufnahmen nicht gibt, weil ich hätte nur noch ein Part von Mario Kart Super Circuit gemacht und dann wäre das Let's Play vorbei. Aber nee. Wenn das nicht gewesen wäre mit diesem eine Woche Ferienjob, sag ich mal, wäre mein erstes Let's Play fertig gewesen und ja, hätte ich keine Probleme. Außer bei Super Mario Bros. 3, da wäre das Problem noch. Naja, jedenfalls, ich hab's ja schon am Anfang schon gerade gesagt, die 3DS Let's Plays werden wieder ins Leben gerufen. Und ja, nix mit Game Capture Card und so, weil ich keine Capture Card habe. Hoffentlich könnt ihr mir trotzdem dabei zuschauen. Ich werde dafür, weil es so ist, wegen der Aufnahme und so, werde ich mein Best geben, euch gut dafür zu unterhalten und hoffe, dass ihr wenigstens bei den 3DS Let's Plays gut mit dabei seid und so und hoffe, dass es was wird und jedenfalls die Zukunft später wird gut. Ich will Capture Card anschaffen und was weiß ich nicht alles, was man dafür braucht, Mikrofon und das alles und naja, das werde ich in einem späteren Infovideo auf jeden Fall sagen. Naja, jedenfalls, ich bedanke mich herzlich dafür, dass ihr euch die paar Minuten Zeit genommen habt, das Video zu schauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und einen Daumen runter, wenn ihr es scheiße fandet. Jedenfalls, das war's, bis zum nächsten Mal. Euer Alisophia2301.